Interviews mit Prominenten führen, das ist auch die große Leidenschaft von Bernhard Egger. Der Waldviertler erreicht mit seinem YouTube-Kanal mittlerweile hunderttausende Zuseher. Viele Promis waren schon auf seinem legendären roten Stuhl. Und den gibt es jetzt auch auf der Bühne des Stadtsaals in Wien. Barbara Tschandl hat zum ganz persönlichen Interview vorbeigeschaut. Bernhard Egger, wir drehen den Spieß heute um. Heute sitzt du auf dem roten Stuhl und ich darf ein Gespräch mit dir führen. Das machst normal du. Wer ist denn da schon bei dir gesessen auf dem roten Stuhl? Also meine Gäste mischen sich aus verschiedenen Sparten der Kultur sozusagen. Also es sind Musiker dabei, Kabarettisten, Schauspieler und teilweise auch ein paar Legenden aus dem Spitzensport, die ich eingeladen habe und mit ihnen ein ganz intensives Gespräch geführt habe. Everybody's darling kann man nicht sein. Ja, aber... Ja. Es ist ein wirklich gutes Interview. Ganz ein billiger Stuhl eigentlich letztendlich. Runterbringen und einmal kurz anfauchen. Und der Stuhl ist cool. Ich gehe es. Geht gut. Warum glaubst du, dass die Leute dir so offenherzig Dinge erzählen? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, ohne dass es jetzt blöd klingt, dass es schon am Menschen liegt, der diese Vertrauensbasis schafft unter zwei Leuten, dass jemand sich öffnet dir gegenüber. Ich hoffe, dass es daran liegt. Das Einzige, sozusagen, was passieren muss, ist, dass zwischen den beiden Gästen eine Magie entsteht, im besten Fall, oder ein gutes Gesprächsverhältnis. Und ich merke es auch, wenn das passiert, dann öffnen sich die Gäste auch. Und das sind natürlich dann die schönsten Momente. Erinnerst du dich da an Situationen, wo es dir schwerer gefallen ist, Gespräche zu führen? Also gerade in der Anfangszeit, für mich ist ein prägendes Beispiel, war das erste Interview mit Josef Hader. Das war so, wenn sich bei mir sozusagen Fan sein und Interviewer vermischt und ich mehr als Interviewer diese Position einnehme, dann wird es insofern schwierig, weil man das, glaube ich, schon als Zuseher merkt, wenn du ein extremer Fan bist und die Ehrfurcht so groß ist, was ja auch cool ist. Aber das hat sich über die Jahre bei mir jetzt ein bisschen gelegt und das tut meinen Gesprächen sehr gut. Du hast begonnen mit YouTube, machst das noch immer, aber du bist mit dem roten Stuhl jetzt auch auf die Bühne gewechselt. Wie ist denn da der Unterschied für dich? Jetzt sitzen vor dir 400, 450 Leute und schauen dir zu beim Interviewen. Einen Riesenunterschied, den ich festgestellt habe, ist, dass die Gespräche, die auf YouTube passieren, eher sehr in die Tiefe gehen. In dem Moment, wo man aber Live-Publikum vor sich hat, das kenne ich auch als Musiker sehr gut, ändern sich die Vorzeichen. Da wird es eher lustig, lockerer. Also das sind eher der Tiefgang ist eher so ist vorhanden, aber nur so pointiert. Der nächste Gast ist Alex Christan. Ich liebe ihn. Also er ist ein unglaublich großartiger Kabarettist, Parodist. Seine Stimmen sind ja legendär. Jetzt hast du wirklich schon große Namen gehabt. Conchita, Christel Stürmer, die Barbara Schöneberger war ja bei dir. Jetzt gerade, ja. Wen möchtest du unbedingt interviewen? Wer steht auf deiner Liste da noch ganz, ganz oben, wo du sagst, das möchte ich unbedingt machen? Die Liste ist relativ lang, muss ich sagen. Ich war in meiner Jugend ein riesen Thomas Muster-Fan. Bin es noch immer. Wirklich. Also ich war Tennisspieler selber. Ich wollte so stöhnen wie Thomas Muster. Ich wollte den Schläger so halten wie Thomas Muster. Und ich will ihn auf den roten Stuhl, den Thomas Muster. Ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Vielleicht schaut er ja zu und sagt irgendwann ja. Mein Papa hat einmal gesagt, na ja, hoffentlich gingen da die Prominenten nicht irgendwann einmal aus. Diesen Fall sozusagen gilt es zu vermeiden. Aber ich sage immer, im Zeitalter von Castingshows werden immer gute, prominente Menschen nachproduziert. Bernhard Egger, ich danke dir vielmals fürs Gespräch und danke, dass du heute für uns auf deinem roten Stuhl Platz genommen hast. Ich danke sehr für die Einladung. Ich habe mich echt sehr gefreut. Danke.